Ein Zuschauer hat geschrieben, mir kam letztens ein Gedanke. Die meisten Menschen kontrollieren ja nicht wirklich ihre Gedanken und leben damit ganz gut. Wieso komme aber ich und viele andere nicht damit klar und muss gezielt versuchen, meine Gedanken zu beeinflussen? Was unterscheidet uns? Das sind die Art Kommentare, die wirklich wunderbar zum Nachdenken anregen können. Und ich glaube, dass man in der Fragestruktur auch schon ein Stück weit die Problematik aufgreifen kann, weshalb man bei einer solchen Fragestellung einfach nicht zu einer für sich zufriedenstellenden Antwort kommt. Die meisten Menschen kontrollieren nicht ihr eigenes Denken und leben ganz gut damit. Warum ist das bei mir anscheinend anders? Ich habe diesen Kommentar, das ist schon so 2 Wochen her, dass ich den gesehen hatte, schon in ganz viele Sitzungen mit eingebaut. Die Leute verstehen immer direkt, ah ja klar, ich muss Dinge auch mal die eigene Frage in Frage stellen, so nach dem Motto. Passendes Video wäre einerseits dazu, stell dir diese Fragen, verlinke ich euch mal. Die meisten Menschen greifen nicht in ihr eigenes Denken ein und leben damit ganz gut. Die meisten Menschen greifen nicht in ihr eigenes Denken ein oder in ihr eigenes Leben ein. Würde ich auch so sehen. Ich kenne sehr viele Menschen, ich beobachte sehr viele Menschen. Ich setze mich mit mir selber sehr intensiv auseinander. Und ja, ich würde bestätigen, die meisten Menschen greifen nicht in ihr eigenes Denken ein und leben damit ganz gut. Ich glaube, das dürfen wir definieren. Was bedeutet es, damit quasi ganz gut zu leben? Ich denke, wenn wir das mal aus der evolutiven Sicht sehen, steht ja für unser Gehirn quasi immer das situative Überleben im Vordergrund und nicht das lange, gesunde und glückliche Leben. Das heißt, wir können schon sagen, die meisten Menschen greifen nicht in ihr eigenes Denken ein und leben damit ganz gut. Dass wir sagen, ja, die überleben damit ganz gut. Ich würde das auch mit dem Blick auf die sozialdemokratische Gesellschaftsstruktur sehen. Menschen, die nicht in ihr eigenes Denken eingreifen, werden ja im Prinzip hauptsächlich von ihrem eigenen Gehirn gesteuert. Und das eigene Gehirn möchte situativ überleben. Und das klappt mit einem automatisierten, negativ-dramatisch misserfolgsorientierten und szenarisch denkenden Gehirn am besten. Und Menschen, die in ihr eigenes Denken nicht eingreifen, werden stark geprägt durch ihre Umwelt werden. Und die meisten Menschen, die jetzt dieses Video hier schauen, die leben halt in einem sozialdemokratisch geführten Staatensystem, wo im Prinzip ja sehr stark vorgegeben wird, wie läuft mein Leben ab. Ich kann mich ja quasi einfach treiben lassen. Meine Umwelt wird mich dazu bewegen, dass ich eine Schule besuche, dass ich einen Abschluss mache, dass ich vielleicht ein Studium mache oder eine Ausbildung und einen Beruf eingehe, vielleicht irgendwann einen Partner finde, eine Partnerin. Mit Mitte 30 kaufe ich mir ein Reihenhäuschen mit weißem Fliesenboden im Wohnzimmer und dann zahle ich in die Rentenkasse ein, bis ich dann irgendwann mit 69 in Rente gehe und der Gesetzgeber mir noch mit auf den Weg nimmt. Wäre schon gut, wenn du nicht mehr allzu lange lebst, weil wir brauchen das von dir in die Sozialkasse eingezahlte Geld für die anderen. Ja, und auch dieses Leben funktioniert gut. Die meisten Menschen greifen nicht in ihr eigenes Denken ein und leben damit ganz gut. Im Sinne von, die überleben und leben ihr gutbürgerliches Leben, könnte man vielleicht sagen. Aber sind dabei nicht glücklich. Ich kann beobachten, dass die meisten Menschen nicht in ihr eigenes Denken eingreifen. Und ich kann auch beobachten, dass die meisten Menschen nicht glücklich sind.
die sind nicht unbedingt unglücklich. Aber die meisten Menschen sind nicht glücklich. Und das liegt auch daran, dass die Menschen in ihrem Leben vielleicht nie so unglücklich werden, dass sie mal einen Therapeuten oder Berater wie mich jetzt aufsuchen, der ihnen aufzeigt, welche Potenziale dahinter liegen, auch mal mehr ins eigene Denken einzugreifen. Deshalb ein guter Kommentar. Die meisten Menschen greifen nicht in ihr eigenes Denken ein und leben damit zwar gut, aber nicht glücklich und haben bisher noch nicht erkannt, welche Potenziale dahinter stecken, in das eigene Denken auch mal einzugreifen.